Hallo und herzlich willkommen zurück bei CoreCraft mit Crossing Wolf und mir, Lord Toad LP. Und wir sind hier und nicht da drüben. Und das war die genialste Einleitung, die ich je gehört habe. Vielen Dank. Ich bin in Folge 5 und du in Folge 2, wenn ich das richtig sehe. Das ist korrekt. Und ich baue gerade Scheiße, aber das ist egal. Ja, macht ja nichts. Nachher müssen wir Stein machen, damit wir das auf jeden Fall wieder fixen können. Ich werde jetzt einfach mal ganz dreist sein. Und hier hinten ist Höhle im Berg. So Kohle im Berg. Da werde ich mich jetzt einfach mal reingerben und hier so eine Höhle reinbauen, mehr oder weniger, in der Hoffnung, irgendwie auf eine Höhle zu treffen. Beziehungsweise auf irgendwelche Rohstoffe. Oh. Denn hier ist es eigentlich ganz cool. Und da müssen wir nicht uns den Berg irgendwie jetzt missbrauchen. Ne? Ja. Ups. So, schniefen wollte ich nicht in der Aufnahme eigentlich. Hast du nicht. Nicht? Mm-mm. Hat man jedenfalls nicht gehört. Oh, kann ich dich beruhigen. Und das sieht aus wie Erde, das ist ja eklig. Ey, diese ganzen neuen Rohstoffe, die machen mich total fertig. Ich kenne sie nicht. Ich kenne nur diesen einen... Ach ja, genau, was hast du denn jetzt eigentlich alles mitgenommen? Hast du das irgendwo hier? Das ist alles in der Truhe, ich habe alles mitgenommen. Cool, wir haben da Diorit ganz viel. Hey, super, was kann man damit machen? Bauen. Das echt? Sieht scheiße aus, aber man kann damit bauen. Yes, ich finde, diese ganzen neuen Rohstoffe sehen halt alle aus wie Gravel, nur in unterschiedlichen Farben. So ein bisschen. Aber ich glaube, ich muss mir im Übrigen auch mal ein Texture-Pack holen, aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht drüber informiert. Du hast Sachs soweit, ne? Hä? Du hattest in der letzten Aufnahme, hattest du Sachs. Ja, aber das ist ja nicht für die neueste Version. Ich kann das jetzt reinhauen, aber... Mal gucken, was jetzt passiert. Ich glaube, es backt nicht rum. Also mein Atrondal ist schon alt und das hat trotzdem die neuen Blöcke drin. Ja, das hat die neuen Blöcke drin, weil der dann einfach die Default-Blöcke von Minecraft nimmt. Ja, genau. Das ist ja das Praktische an der neuen Version. Mein Gott, was jammerst du denn dann? Ja, ich weiß auch nicht, warum der jetzt mein Default-Pack genommen hat. Ich packe ja alles wieder rein. Ist ja gut. Schrei nicht rum. So. Wir flüstern heute beide so ein bisschen. Ja, das ist sehr lustig, finde ich. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich ein bisschen flüster und du gehst damit einfach... Nee, ja, ich muss, bin halt so Trendsetter. Ich glaube, das ist eher andersrum. Ich flüster, weil ich muss und du flüsterst mit mir mit... Was? Aber ich muss auch flüstern. Ja, achso, siehst du, dann flüstern wir beide. Das ist schon perfekt. Das ist die Flüsterfolge. Das ist die Flüsterfolge. Das wird, ja, der Titel. Ja, muss ich mir merken. Vergesse ich eh wieder. Ja, cool. Okay, dann flüstern wir jetzt die ganze Folge nur noch. Ja. Vermutlich hört man uns jetzt gar nicht mehr. Ja. Egal. Das ist ein bisschen behindert. Findest du? Ja. Ist mein Kanalkonzept. Geil. Meins auch. Mein Kanalkonzept ist sei behindert. Hat bis jetzt gut geklappt. Ja. Ja. Ja, okay. So. Mein Gott, wie viele... Wir wollten noch flüstern. Ach so, sorry. Ich flüster gerade. Nee, das finde ich jetzt nicht. Ich habe nur meinen Sound hochgedreht. Ach so. Ah. Ah, damit die Leute dich hören. Ja. Ja. Ich finde das super, dass hier so viele von den neuen Blöcken sind, mit denen ich überhaupt nichts anzufangen weiß. Ach super, jetzt ist Nacht. Wollen wir schlafen gehen? Ja, ich komme mal schnell runtergerannt. Ich habe da ein bisschen Mist gebaut, aber das macht ja nichts. Oh nein, ich möchte es gar nicht sehen. Ja, ich dich auch nicht. Einmal kurz hier rüber gesprungen. Na, wer ist Erster? Wer ist Erster? Keine Ahnung, bist du nicht da? Erster. Echt? Ja, ist ja langweilig. Und Downy hat auch geleftet, so wie es sich gehört. Also. Oh, ja. Nee, der ist ja schon seit ungefähr letzter Folge weg. Echt? Ja. Ja, du kriegst gar nichts mit, oder? Ich bin hier voll fixiert auf Bauen. Ich merke das schon. Und ich bin hier voll fixiert auf Abbauen. Ja, ich habe da oben ein bisschen Scheiß gebaut, aber. Ja. Wie gesagt, kennt man ja schon von dir. Beleidigen wir uns nur ruhig weiter. Ja, gerne. Es war nicht beleidigend, das war einfach nur eine freundlich gemeinter Hinweis, ja. So. Zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt. Ist das ein. Ja, komm, scheiß drauf. Spielst du generell überhaupt Spiele? Spiele, außer Minecraft. Du spielst Spiele außer Minecraft? Also ich spiele Minecraft. Das spiele ich an Spielen. Und sonst keine. Eine Zeit lang Sonotic. Ach ja, ja, ja. Das ja, kennt man ja. Ja, kennt man ja. Das ist ja das Spiel mit diesen Son und Nautic. Nein.
Ach so. Was hältst du von Horrorspielen? Ich kann mir über Spiele allgemein fast keine Meinung bilden, weil ich echt tatsächlich fast keine Spiele. Außer Minecraft. Und Minecraft spiele ich halt richtig viel. Magst du Horrorfilme? Oder guckst du auch keine Filme? Ich guck auch fast keine Filme. Ah, okay. Also ja, ich bin richtig eine interessante Person. Ja, ich merke das schon. Naja, dafür machst du andere Sachen, die dafür mache ich andere Sachen, außergewöhnlich sind. Die außergewöhnlich sind. Warum redest du mir nach? Ja, warum redest du vor? Ja, warum? Warum? Achso. Das ist ganz... Jetzt fällt mir nichts Witziges ein, aber ich rede gerade komisch. Ich muss jetzt kurz mal hier das fertig bauen. Das erfordert meine volle Konzentration. So eine Treppe ist schon was Anspruchsvolles. So, Block weg und hoch. Ich habe übrigens gerade eine Kohleader gefunden. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ich auf dich auch. So. So. Ich würde aber trotzdem, trotz allem, hier ist auf jeden Fall eine Höhle nebenan. Und ich wäre doch dafür, dass wir vielleicht nicht diese Bretter nehmen. Ja, mach, was du willst. Dann halt nicht, ey. Ja, ja, okay, ich tu dir nichts. Ich hol nur die Kohle. Bleib ruhig. Ja, ich bin hier auf jeden Fall direkt an der Höhle dran. Ich bin hier ganz nah an einer Höhle dran, meine Damen und Herren. Die Geräusche sind unhörbar. Fast unhörbar, aber sie sind verdammt laut. Wir nähern uns mit jedem Schritt. Das muss jetzt für deine Zuschauer ziemlich doof klingen. Aber ja, ich bin mal so. Das klingt echt für meine Zuschauer etwas dämlich, aber das sind sie ja gewohnt. Ja. Von dir oder von mir? Von mir. Ach so. Nein, ich beleidige nicht meine Gäste. Denn du bist natürlich nur Gast bei mir in meiner Sendung. Hier im Kinderkanal. Oh. Genau. So. Ja, siehste, hat ja gut geklappt, würde ich sagen. Ist zwar eine Höhle, in die ich auch so reingekommen wäre, aber mein Gott, ne? Who cares? Man tut ja sonst nichts für seinen Körper. Das ist korrekt. Scheiße. Irgendwas ist heute mit mir ein bisschen falsch. Nö, merkt man gar nicht, du. Nee, merkt man nicht. Das ist sehr, 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 sehr gut. Sehr gut. Ich habe eine Höhle gefunden. Das gefällt mir. Okay, ja, super. Die ist toll, die Höhle. Also. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber was toll ist, ist... Oioioi. Hast du jetzt schon Eisen? Nee, ja, habe ich. Aber das muss ich noch abbauen. Hä? Verstehe ich nicht. Das war genau meine Reaktion. So. Wir müssen erstmal gerade die Höhle ein bisschen ausleuchten und gucken, was hier so ist. Bevor mich jetzt hier so ein Creeper von hinten attackiert und da macht's Boom! Headshot. So, also diese Höhle endet genau, das finde ich gerade ziemlich episch, endet genau auf der anderen Seite des Berges. Ist das die vom Wasserfall oder? Nee. Das ist eine Berg, die ist unterm Berg. Und mein Haus, das geht momentan ein bisschen in den Wasserfall, also unser Haus meine ich natürlich, geht momentan ein bisschen in den Wasserfall rein, aber ich finde, das ist noch gar nicht so schlimm. Wir müssen das halt nur irgendwann anders machen. Aua, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin, deswegen gehe ich mal einfach wieder durch die Höhle zurück. Und ich meine, warum habe ich ausgerechnet jetzt Schnupfen? Also, einen Moment, ich mute mich mal kurz. Oder nicht? Nee. Heiliger Penis-Creeper. Ja. Bist du tot? Huch, was ist denn hier? Ach, das hättest du gelesen. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen guten Ort gefunden, weil hier sind auf jeden Fall ein paar Höhlen, die wir auch so erforschen können. Den Ort haben wir gefunden. Ja, wir. Gemeinsam. Vor allem ich. Vor allem du. So und... Ach so. Hä? Ah, verstehe ich nicht. Ich habe jetzt unser Haus zumindest mal nicht ganz hässlich gemacht, aber man kann es auf jeden Fall definitiv noch deutlich schöner machen. Okay, da unten geht es auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, wir nehmen immer den Wasserfall als Notfall... Behälter. Treppe. Ach so. Ja, ist ja langweilig. Ja, können wir aber machen.
So, also ich habe ein Eisen, zwei Eisen, drei Eisen, vier Eisen, komm, fünf Eisen, eins noch. Nein, fünf Eisen. Nee, sechs Eisen. Sieben Eisen, acht Eisen, neun Eisen, zehn Eisen, 11 Eisen, Silbereisen. Was ist denn Silbereisen? Etwas, was du nicht wissen musst. Oder meintest du 7? Noch ein Creeper? Nein. Ich hab das Flex Soundpack im Übrigen auch drin und diese Geräusche sind da abnormal gruselig. Ja, deine Geräusche waren auch echt Geräusche. Geräusche waren auch echt gruselig. Und was war das daneben? Ah, das XP, da ist doch irgendwas lang. Irgendwas Rotes. Rot ist immer schlecht, ne? Im Allgemeinen schon, ja. So, ich mache jetzt hier noch eine Tür. Beziehungsweise ich mache mal einen Gang. Ach, ja, ist das schön. Also ich baue unser Haus noch weiter aus. Ja, ich finde das bis jetzt... Hilfe, ach, das bist du. Bis jetzt echt gut. Ja. Darf ich mal kurz was dran bauen, um nur mal zu gucken, wie das aussieht? Und machst das bestimmt eh wieder weg, ich kenne das ja. Was habe ich denn bislang von dir schon weggemacht? Alles. Ach, das klappt aber, glaube ich, eh nicht, weil... Wegen darum. Wegen darum? Was kann die denn jetzt dafür? Ja, die ist halt immer da, ne? Ja, ich kenne das. Immer diese darum. So, immer diese darum. Darum, du kannst uns im Übrigen das Geld jetzt überweisen, ne? Danke. So. Ja, guck mal, das findest du doch bestimmt mega episch, oder? Weil so fände ich das ganz cool, deswegen wollte ich das auch ein Stücken vom, ach so, scheiße. Was ja, denn? Deswegen wollte ich das auch ein Stück vom Berg noch mein Gott, noch ein Stück weiter, also einen Block weiter vom Berg wegbauen, damit man halt diese Zäune nach unten bauen kann, weil ich finde das irgendwie cool, wenn das so abgestützt ist, also wenn es so aussieht, als ob es abgestützt wäre. Ja, das dachte ich mir auch. Ja, ich habe das erstmal spontan gemacht, so. Spontan gemacht? Ja, finde ich gut, pass auf. Ich gehe da mal hoch. Du könntest ja auch alles wieder abbauen. Ja, hast du gut erkannt. Warte mal. Huch, achso, das ist Downy. Ja, der möchte uns bestimmt killen. Ich glaube auch. Ich baue das mal ein Stück weiter noch aus dem Berg raus, ne? Einen Block weiter. Also ich versetze es einfach nach vorne, okay? Hast du eigentlich Varo verfolgt? Nein. Ja, und ja, ist okay. Nein, hast du nicht. Nein. Da hast du nichts verpasst, aber... Ist das schon wieder zu Ende? Nein. Ach so, wollte schon sagen. Dachte ich mir gerade schon, mein Gott, sind die schlecht. Ja, es ist immer, ich gucke mir sowas immer nicht gerne an, weil ich da mal ein bisschen beleidigt bin. Weil solche Ideen, also zum Beispiel Varo, die Idee hatte ich selber schon mal, so eine große Hunger Games Runde. Aber das kriegt man halt als kleiner YouTuber nicht organisiert, ne? Und dann ärgert man sich immer ekelig doll, wenn das dann die großen YouTuber machen. Weil wenn das dann irgendwann selber... Ja, sind halt die großen YouTuber. Wenn man das dann irgendwann selber nochmal machen würde, dann kommt nur noch, das hast du voll von jenem und dem abgemacht. Abgemacht nämlich. Und das ist halt immer extrem schade, finde ich. Also diesen Gang, den ich hier gebaut habe, der ist natürlich extrem, extrem scheiße. Ich sollte Minecraft nicht auf Deutsch spielen, das ist halt unfassbar. Was haben sie jetzt schon wieder vermurkst? Der Cobblestone House heißt Bruchstein. Oh je. Also warum pass auf, ich, dass du hieß den es Bruchstein. Nicht früher immer wenigstens Pflasterstein? Ja. Das würde ja wenigstens Sinn machen. Naja, eigentlich nicht. Aber Bruchstein hört sich wieder so typisch deutsch an, das ist eklig. Ja, wieso? Ich finde, der Cobblestone, das sieht echt also bei mir meistens wie Pflasterstein aus. Ja, aber es ist ja im Prinzip kein Pflasterstein, so gesehen. Wenn man es, ne? Jetzt wollen wir schlafen gehen. Liege. Ja. Und während wir nämlich schlafen gehen, schlafen wir nämlich in die nächste Folge. Ich bin der Meister der Überleitung, merkst du, ne? Also,
besser. Ja, als das, ich finde das halt ganz großartig. Ich muss mich jetzt aber echt hier noch drum kümmern. Dass ja, ich liege. Ich sag schon mal Tschüss. Und okay, dann, also dann. Bye, bye. Tschüss.